Moreno Costanzo, das letzte Mal 3-0 gegen St. Gallen gewonnen. Du hast auch ein Goal geschossen. Gehst du jetzt da irgendwie viel motivierter ins Spiel? Eigentlich nicht, weil es geht um die Sache. Wir müssen in der Liga bleiben und von dem her brauchen wir Punkte. Und wir müssen natürlich am Sonntag punkten. St. Gallen ist ein bisschen euer Angstgegner. St. Gallen hat noch nie gewonnen in der Super League gegen euch. Mal Hand aufs Herz, was nehmen wir da für einen Zaubertrank? Du hast vorher auch da etwas dunkel. Ist sicher etwas drin? Nein, ganz normal. Wir tun uns ganz normal vorbereiten. Die Statistik ist jetzt nur mal da. Das wird jetzt auch thematisiert. Von dem her wird St. Gallen sicher wie die Feuerwehr kommen und wir müssen da top vorbereitet sein. Du hast vorher gesagt, vor St. Gallen-Match fragen die einmal Familie und Bekannte an, hast du noch Billett und so, musst du einmal richtig viele Tickets da vergeben? Ja, 1-2 sind sicher drunter, aber ist auch normal. Ich meine, seit ich 8 bin ich beim SC St. Gallen gewesen und die Familie kommt von dort. Von dem her werden die natürlich alle im Stadion sein. Vielleicht nochmal kurz Schlussfrage. Ist es immer speziell, wenn du wieder gegen St. Gallen spielst? Vor allem auch vielleicht St. Gallen selber? Gut, ich bin jetzt bald 6 Jahre weg. Ist mehr für meine Familie, weil natürlich eben ich dort verwurzelt bin. Für mich hat es genug in der AFG Arena gespielt, auch gegen St. Gallen. Von dem her ist es ein normales Spiel. Für die Familie sicher noch spezieller.